Ja, ich grüße Sie. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen. Wir haben gesprochen über lineare Gleichungssysteme. Und lineare Gleichungssysteme sind erstmal eine rein algebraische Geschichte. Sie haben irgendwelche Unbekannten, haben Summen und skalare Vielfache von diesen Unbekannten, wissen, was da rauskommt und probieren damit, diese Unbekannten rauszufinden. Das Ganze konnten wir in eine Matrix-Vektorform bringen. Das ist erstmal eine schematische Geschichte, die uns Platz spart. In dem Moment, wo wir das Gleichungssystem umformen, macht Sinn, dass wir die Unbekannten nicht die ganze Zeit mit hinschreiben, sondern wir brauchen letztlich nur die Koeffizienten des linearen Gleichungssystems und die rechte Seite. Das heißt, wenn wir das in eine Matrix-Vektorform schreiben, ist das erstmal einfach eine tabellarische Form, damit umzugehen. Jetzt wissen Sie aber, dass Vektoren, dass wir der Sache auch eine geometrische Bedeutung geben können, dass es viele Analogien gibt zwischen dem, was man im zweidimensionalen und im dreidimensionalen machen kann und dem, was man in allgemeinen Vektorräumen machen kann. Das heißt, wir können diese Unbekannten, diese vielen Zahlen, wenn wir die zusammenschreiben in einen Vektor, also wenn wir da zum Beispiel 100 Stück haben, 100 Unbekannte, dann können wir das als einen Vektor im hundertdimensionalen Raum auffassen und können entsprechend Ideen aus der Geometrie darauf anwenden. Und eine Idee wäre zu sagen, ist ein Vektor nah dran an einem anderen Vektor? Und das macht offensichtlich auch Sinn bei numerischen Fragestellung. Wenn Sie sich vorstellen, wir haben zum Beispiel bei der Computertomographie Messergebnisse des Menschen und diese Messergebnisse sind nicht ganz exakt. Die Messergebnisse bilden die rechten Seiten von so einem linearen Gleichungssystem. Die Unbekannten, die Sie ausrechnen, sind dann entsprechend die Graustufenwerte der einzelnen Pixel des Bildes. Dann möchten Sie sich fragen, wie stark wirkt sich ein Messfehler in der rechten Seite, wie stark wirkt der sich auf die Rekonstruktion, auf das Bild aus? Also wenn ich meine Röntgenstrahlen so und so genau messe, wie genau ist dann das Bild vom Inneren des Patienten. Und insbesondere steckt dazwischen ja eine Matrixinversion, ein Lösen vom linearen Gleichungssystem. Also die Frage ist, das Lösen des linearen Gleichungssystems, macht mir das aus einem Fehler von 1%, einen Fehler von auch 1% oder 2%? Oder sorgt das dafür, dass aus einem Fehler von 1% vielleicht ein Fehler von 300% wird? Dann wäre das mit 1% Fehler schon alles völlig nutzlos. Das heißt, was an der Stelle mit reinkommt, ist, dass wir Vektoren oder unsere linearen Gleichungssysteme nicht nur als in Matrix-Vektorform ansehen, sondern dass wir auch Abstände zwischen Vektoren brauchen. Wenn wir sagen, eine rechte Seite liegt nah dran an einer anderen rechten Seite, da steht jetzt nicht eine Zahl drin, sondern ganz viele Zahlen. Das heißt, die Frage ist, ist ein Vektor nah dran an einem anderen Vektor? Das heißt, wir müssen uns dafür entscheiden, mit welcher Norm messen wir, ob ein Vektor nah dran liegt an einem anderen Vektor. Also wenn wir zum Beispiel 100 Messwerte haben und wir messen den Messfehler in der 2-Norm, dann heißt das, dass wir entsprechend quadratisch aufsummiert und dann die Wurzel daraus gezogen, das entsprechend betrachten für den Abstand von zwei Vektoren. Wenn wir die Maximumsnorm betrachten, bedeutet das für den Fehler, dass wir eine Höchstgrenze haben, um den jede Komponente höchstens abweicht. R1-Norm genommen bedeutet entsprechend dann eine Höchstgrenze dafür, wie viel alle einzelnen Fehler zusammen abweichen. Wenn wir uns darauf geeinigt haben, können wir uns fragen, um wie viel wird ein Fehler, den wir haben, in der rechten Seite verstärkt, wenn wir eine Matrix invertieren. Das heißt also, gucken wir uns das an. Wir haben ein Gleichungssystem AX gleich B. Und wir nehmen jetzt an, wir haben das B nicht exakt gemessen, wir haben so einen kleinen Fehler gemessen in B. Also B ist die exakte rechte Seite. Und x entsprechend die exakte Lösung des Gleichungssystems, nehmen an a quadratisch und tatsächlich auch invertierbar, sodass es die tatsächlich gibt. Ja, und jetzt nehmen wir an, wir hätten irgendeine kleine Störung gemessen. Also wir haben nicht b gemessen, wir haben irgendein b Delta gemessen oder wir haben gemessen ein b plus Delta b. Das soll sein eine gestörte rechte Seite. Und Delta B einfach als Notation soll auch einfach irgendein Vektor am R auch N sein. Wir machen jetzt auch kein Limes irgendwie Delta B gegen 0, sondern Delta B ist einfach nur, ich hätte es auch Beta nennen können oder B Tilde, soll einfach nur irgendeine Störung sein. Also was ich gemessen habe, ist nicht B, was ich gemessen habe, ist ein B plus Delta B. Und die Frage ist, wie wirkt sich das dann auf die Lösung aus? Und das ist natürlich erstmal ganz einfach. Es ist ein lineares Gleichungssystem. Das Invertieren ist entsprechend linear. Also das, wenn Sie das x dadurch bekommen, dass Sie sagen, x ist gleich a hoch minus 1 b und Sie nehmen jetzt nicht b, Sie nehmen sich b plus Delta b, dann ist a hoch minus 1 eine lineare Abbildung. Das heißt, was Sie dann rausbekommen, ist nicht x, wenn Sie entsprechend a hoch minus 1 b auf b plus Delta b anwenden, sondern was Sie rausbekommen, ist x plus ja, irgendeine Störung Delta x, wobei das Delta x sich gerade ergibt als Matrixinverse a hoch minus 1 angewendet auf die Störung
der rechten Seite, also a hoch minus 1 von Delta B. Und die Frage ist also, um wie viel macht uns das a hoch minus 1, eine kleine Störung Delta B, größer? Also wenn das Delta B in der Größenordnung liegt, ist vielleicht 1% von B von irgendeiner Norm gemessen, ist das Delta X dann 1% von X, ist es 10% von X, ist es so groß wie 100% von X. Also die Frage ist, macht uns das Delta X das X komplett kaputt oder macht es das nicht? Das heißt, was wir gerne ausrechnen möchten, ist, wir möchten uns gerne angucken, was ist Delta X, wie groß ist das? Also das heißt, wir brauchen irgendeine Vektornorm, nennen wir die wieder Sternchennorm. Also Sternchen soll sein eine Norm auf irgendeinem Vektorraum, sagen wir R hoch N, also B soll aus dem R hoch N sein, entsprechend X aus dem R hoch N sein. Dann brauchen wir eine Norm auf dem R hoch N, in der wir den Fehler überhaupt messen. Und es macht wahrscheinlich keinen Sinn, den Fehler absolut zu messen. Denn wenn ich sage, mein Fehler hat eine Größenordnung von 7, dann kann 7 kann ganz furchtbar viel sein. Wenn alles andere sonst in der Größenordnung 0,01 ist, dann ist 7 unglaublich viel. Wenn alles andere sonst in der Größenordnung 10 Millionen ist, dann ist 7 sehr, sehr wenig. Das heißt, was uns typischerweise interessiert, ist der relative Fehler. Das heißt, was uns interessiert, ist Delta X im Vergleich zu X. Also das heißt, wenn ich 1% Messfehler auf der rechten Seite habe, wie viel Prozent Fehler habe ich dann entsprechend in meiner wahren Lösung X drin? Ja, und das lässt sich uns einfach abschätzen. Schauen wir uns an, was dabei rauskommt. Also Delta X haben wir gerade gesehen, ist dann a hoch minus 1 angewendet auf Delta B in der Sternchennorm. Das heißt, die Frage ist, wie groß ist a hoch minus 1 Delta B im Vergleich zur Norm von x? Und ich würde gern darauf hinaus, also hier ganz rechts, würde ich gerne auf so einen Ausdruck hinaus, Norm von Delta B geteilt durch B. Ja, der ist jetzt zu weit rechts. Ich schreibe es Ihnen nochmal neu. Also ich möchte das Ganze gerne jetzt abschätzen. Und ich möchte das Ganze so abschätzen, dass ich eine Abschätzung habe. Ich habe gerade Probleme, meinen Stift auszuwählen. Jetzt habe ich ihn. Also ich möchte das Ganze gerne so abschätzen, dass ich das nach oben abschätze durch einen Ausdruck, der beinhaltet Delta B geteilt durch die Norm von B. Denn wenn ich dann weiß, Delta B geteilt durch die Norm von B ist zum Beispiel in der Größenordnung 1%, habe ich 1% Fehler auf der rechten Seite, möchte ich gerne ausrechnen, habe ich dann 1% Fehler in meiner Lösung oder habe ich 10% Fehler in meiner Lösung. Wie groß ist die Fehlerverstärkung? Wie kriegen wir das rein? Das Delta B steht schon oben im Zähler, aber da steht noch ein a hoch minus 1 mit dabei. Das a hoch minus 1 kriege ich raus, also Norm von a hoch minus 1 mal einem Vektor, kriege ich die Norm von dem Vektor alleine hin, wenn ich eine zu der Vektornorm verträgliche Matrixnorm habe. Also wenn ich eine Matrixnorm habe, die verträglich ist mit der Vektornorm, dann kann ich sagen, die Vektornorm von Matrix angewendet auf Vektor ist kleiner gleich Matrixnorm mal Norm des Vektors. Das heißt, hier habe ich weiterhin die Sternchennorm des Vektors und für das a hoch minus 1 brauche ich irgendeine Matrixnorm, die verträglich ist, damit hier oben diese Ungleichung gilt, der Zähler vorher kleiner gleich dem Zähler nachher ist. Das heißt, was ich brauche, ist, dass Norm unten m eine damit verträgliche Matrixnorm ist. Und wir haben gesehen, es gibt zum Beispiel immer die kleinste verträgliche Matrixnorm, das wäre die induzierte Norm, wo ich gerade sage, das Supremum, um wie viel ein Vektor höchstens verlängert wird, das wäre entsprechend gerade die kleinste verträgliche Norm, aber es gibt noch andere verträgliche Normen. Auf dem Übungsblatt haben Sie gerade zum Beispiel gesehen, dass die Frobenius-Norm mit der Euklid-Norm verträglich ist, aber nicht die kleinste verträgliche Norm ist. Welche das sein wird, werden wir später erst sehen. Ja, also auf die Art und Weise haben wir das Delta B einzeln reingebracht. Ich möchte darauf hinaus, dass es kleiner gleich Delta B ja irgendwie im Vergleich zu B ist. Also das B würde ich gerne noch ins Spiel bringen und das X dafür weghaben. Also schreibe ich mir entsprechend auch das X noch anders hin. Das X, was ich hier habe, das könnte ich schreiben als a hoch minus 1 b und dann entsprechend das abschätzen durch kleiner gleich Norm a hoch minus 1 mal Norm b. Aber dann habe ich in die falsche Richtung abgeschätzt, denn das X steht ja im Nenner. Das heißt, dem Nenner möchte ich das X gerne so abschätzen, dass ich sage, X ist größer gleich.
irgendetwas. Also ich brauche irgendetwas, was kleiner gleich und dann der Norm x ist. Und das kann ich zum Beispiel dadurch machen, indem ich mir in die Norm, und also b kann ich reinbringen, indem ich sage, ax ist die Norm von ax ist kleiner gleich die Norm mal die Norm von x. Das heißt, die Norm x, die hier steht, die ist ja dann größer gleich die Norm von ax geteilt durch die Norm von a. Entsprechend Sternchennorm und verträgliche Norm. Dann bringen Sie es auf die andere Seite in Gedanken. Die Norm von ax ist ja kleiner gleich Norm a mal Norm x. Also ist die Norm von x größer gleich Norm ax durch Norm a. Und dann entsprechend im Nenner wird die Sache insgesamt kleiner gleich. Ja, und den Doppelbruch, den löse ich Ihnen direkt auf. Also wir haben entsprechend hier die Norm von ax. Die haben wir hier unten stehen. Jetzt gucke ich gerade, ob ich das Ganze richtig gemacht habe. Also was ich an der Stelle hier ausnutzen möchte, ist, dass die Norm von ax kleiner gleich ist Norm a mal Norm x. Das passt soweit. Und jetzt haben wir hier entsprechend, genau, den Doppelbruch löse ich Ihnen gleich auf. Also die Norm von a, die ich hier unten in dem Doppelbruch stehen habe, die habe ich entsprechend hier ganz oben, Norm a in der m-Norm, dann ist der Doppelbruch hier weg. Und das ax, was hier steht, das ist ja gerade gleich b. Das heißt, was ich hier insgesamt noch habe, wäre gerade die Norm von a hoch minus 1 mal die Norm von a, jeweils in einer mit der Sternchennorm verträglichen Norm, und das Ganze mal die Norm von Delta b durch b. Das heißt, der Ausdruck, der mir sagt, um wie viel sich ein Fehler relativ verstärkt, wenn ich ein Gleichungssystem löse, ist gerade dieser Ausdruck Norm a hoch minus 1 mal Norm a. Also wenn Sie wissen wollen, wenn Sie 1% Fehler auf der rechten Seite haben und Sie wissen wollen, wie viele Fehler haben Sie entsprechend auf der linken Seite in dem x dann drin, rechnen Sie Norm a hoch minus 1 mal Norm a aus. Wenn da 1 rauskommt, zum Beispiel für die Einheitsmatrix, hätten Sie eine Chance, dass da 1 rauskommt, dann haben Sie keine Fehlerverstärkung. Wenn da Norm a hoch minus 1 mal Norm a, wenn da 200.000 rauskommt, hätten Sie entsprechend als Schranke für Ihre Fehlerverstärkung 100.000. Das heißt, aus irgendeinem ganz, ganz furchtbar kleinen Fehler könnte ein ganz furchtbar großer Fehler werden. Und dieser Ausdruck Norm a hoch minus 1 Norm a, der also kontrolliert, um wie viel sich ein Fehler verstärkt in einem linearen Gleichungssystem, oder bei Lösung eines linearen Gleichungssystems sich der Fehler verstärkt, den kriegt einen extra Namen, Definition 2.10. Den nennt man nämlich die Kondition einer Matrix. Also Definition 2.10, wenn Sie eine Matrix haben, a im C hoch n Kreuz n, die überhaupt erstmal invertierbar ist, dann nennen wir Kont m von a den Ausdruck Norm von a hoch minus 1 mal Norm von a. Und je nachdem, welche Matrixnorm Sie da nehmen, kriegen Sie entsprechend einen anderen Kont-Ausdruck raus, und dieses Ding heißt die sogenannte Kondition. Der Matrix A bezüglich der M-Norm. Nehmen Sie eine andere Matrixnorm, kriegen Sie entsprechend andere Werte raus für A hoch minus 1 und für, also für die Norm von A hoch minus 1 und die Norm von A. Entsprechend haben Sie dann eine andere Konstante dafür raus, die Ihnen sagt, um wie viel die Fehlerverstärkung in einer anderen Norm passiert. Also Sie wissen, beziehungsweise Sie haben es gerade im Übungsblatt nachgerechnet, die Zeilensummennorm ist zum Beispiel durch die Unendlichnorm induziert. Also die Unendlichnorm auf dem Vektorraum gehört zur Zeilensummennorm auf der Matrixnorm. Ich habe es richtig rum gemacht, glaube ich, ja. Das heißt, die Zeilensummennorm sagt Ihnen, um wie viel ein Vektor höchstens verlängert wird in der Unendlichnorm, wenn Sie es einsetzen in die Matrix. Die Zeilensummennorm von a hoch minus 1 mal Zeilensummennorm von a sagt Ihnen, um wie viel ein Vektor, eine Störung in der rechten Seite, in der Unendlichnorm gemessen, sich höchstens auswirkt, entsprechend auf die Lösung des linearen Gleichungssystems, wiederum in der Unendlichnorm gemessen. Das gleiche mit der 1-Norm und der Spaltensummennorm wird Ihnen sagen, wie stark wirkt sich ein relativer Fehler in der 1-Norm, also in der Betragssummennorm, auf die Lösung entsprechend wieder gemessen in der 1-Norm.
Ja, und dieser Ausdruck Kondition, der ist auch tatsächlich ein gutes Maß dafür, wie invertierbar eine Matrix ist. Also wenn Sie daran denken, wie invertierbar eine Matrix ist, wenn Sie das jetzt irgendwie quantitativ fassen wollen, dass Sie sagen, Sie haben eine Matrix, die ist fast nicht mehr invertierbar, dann denken Sie wahrscheinlich erstmal an die Determinante. Also Determinante gleich 0 heißt, Sie sind nicht invertierbar. Eine kleine Störung kann dafür sorgen, dass Sie eine Determinante haben, die ganz furchtbar klein ist. Und dann könnte man sagen, naja, aber die ist fast singulär, diese Matrix, weil die ist zum Beispiel nur aus eine ganz kleine Störung von einer singulären Matrix, die zum Beispiel einfach durch Rechenfehler entstanden sein kann. Das heißt, die erste Idee, um zu messen, wie singulär eine Matrix ist, wäre zu sagen, wir nehmen da einfach die Determinante, Bemerkung 2.11. Angenommen, Sie haben eine Matrix, die nicht invertierbar ist, machen wir uns das Leben einfach, A1 war einfach 1, 0, 0. 0 ist offensichtlich keine invertierbare Matrix. Wenn Sie da die Determinante ausrechnen, kommt 0 raus. Jetzt kann es sein, dass diese Matrix, wenn Sie die im Computer speichern, wenn die irgendwo aus Rechenoperationen entstanden ist, dann haben Sie kleine Rechenfehler auf Ihren Zahlen. Das heißt, insbesondere kann es sein, dass Sie im Computer dann gar nicht diese Matrix 1, 0, 0, 0 haben, wo Sie sehen, die ist nicht invertierbar. Sie haben vielleicht die Matrix, machen wir uns auch da das Leben einfach, 1, 0, 0, 10 hoch minus 16. Das heißt, Ihre 0 unten rechts kommt aus irgendeinem Rechenprozess und da wurde irgendwo ein kleiner Rundungsfehler gemacht. Jetzt ist das keine 0, jetzt ist das ein 10 hoch minus 16, ist also nicht 0. Das heißt, A2 ist invertierbar, A1 ist nicht invertierbar. Jetzt wird man aber sagen, A2 ist irgendwie so gut wie nicht invertierbar, denn sie ist ja einfach nur so ein kleiner Messfehler von einer singulären Matrix. Und tatsächlich ist das auch was, was man in der Praxis sieht. Denn wenn Sie probieren, Gleichungssysteme zu lösen mit A2, dann geht das erstmal mathematisch präzise. Es gibt genau eine Lösung, aber Sie haben eine ganz furchtbar große Fehlerverstärkung da drin. Und da sehen wir auch sofort, wie das passiert. Also nehmen wir uns als Beispiel zum Beispiel B gleich, also machen wir erstmal als Folgerung, dann ist A1 ist singulär, A2 ist regulär, ist invertierbar, aber mit ganz furchtbar großer Fehlerverstärkung. Ja, die sieht ja ganz einfach aus. Die Inverse ist entsprechend 1 und 10 hoch 16. Das heißt, wenn Sie in der ersten Komponente von einem Vektor was haben, wird das durch die Inverse mal 1 genommen. Wenn Sie in der zweiten Komponente was haben, wird es mit 10 hoch 16 mal genommen. Insbesondere heißt das, wenn Ihre wahre rechte Seite so aussieht, also zum Beispiel die wahre rechte Seite wäre der Vektor 1, 0 und die Störung der rechten Seite, die wäre jetzt dummerweise gerade so, dass die Störung, irgendein zufälliges Rauschen, was dazugekommen ist, sorgt gerade dafür, dass Sie in der zweiten Komponente einen 10 hoch, ein ganz, ganz kleines Rauschen haben. Nehmen wir auch da wieder ein 10 hoch minus 16, also so im Bereich der Maschinengenauigkeit. Ja, und jetzt wenden Sie entsprechend A2 hoch minus 1 darauf an und dann sehen Sie, was passiert. A2 hoch minus 1 von der ungestörten rechten Seite wäre entsprechend 1, 0 und dann die Inverse von A2 ist 1 und 10 hoch 16, gäbe also 1, 0 raus. Und wenn Sie entsprechend A2 hoch minus 1 anwenden auf eine gestörte rechte Seite, B plus Delta B, dann hätten Sie oben in der ersten Komponente immer noch eine 1 und zwei unten in der zweiten Komponente hätten Sie aber entsprechend 10 hoch minus 16 und dann A2, die Inverse davon hätte 10 hoch 16 auf der Hauptdiagonale. Das heißt, das wird sich gerade wegkürzen. Das heißt, hier hätten Sie 1, 1 raus. Das heißt, Ihr Fehler, den Sie machen, wenn Sie die rechte Seite ein bisschen stören, der wäre in derselben Größenordnung, wie das B selber war. Das heißt, vorher hatten Sie B gleich 1, 0, jetzt ist das gestörte B ist 1, 1. Das heißt, der Fehler Delta B ist gerade 0, 1 und 0, 1 hat die in fast allen Normen, die Sie sich hinschreiben, hat 0, 1 dieselbe Norm wie 1, 0. Ja, und das bedeutet, Sie haben eine unglaublich große Fehlerverstärkung, ein ganz, ganz kleiner Fehler. Ein Fehler im Bereich der Maschinengenauigkeit sorgt dafür, dass Sie in der Lösung des gleichen Systems haben, einen Fehler in der Größenordnung 100% von dem, was Sie vorher haben. Das heißt, wenn Sie mit dieser Matrix, wenn Sie damit lineare Gleichungssysteme lösen, dann können Sie das in der Praxis eigentlich vergessen, weil so ein bisschen Fehler haben Sie auf der rechten Seite immer. Das heißt, Sie können Ihrer Lösung überhaupt gar nicht trauen. Ja, also machen wir auch noch zusammen. Das heißt, relativer Fehler von Delta B geteilt durch Norm B. Nehmen wir es zum Beispiel in der Euklid-Norm, da muss man gar nichts an die Norm dran schreiben.
ein Fehler, der da in der Größenordnung 10 hoch minus 16 ist, führt zu Fehler, dass Delta x geteilt durch x gleich 1 ist, also 100%. Das heißt also, eine singuläre Matrix, die nur durch Rechenfehler so ein bisschen regulär geworden ist, verhält die sich praktisch so wie eine singuläre Matrix-Gleichungssysteme. Damit können sie nicht lösen, und wenn sie es lösen, haben sie so eine große Fehlerverstärkung, dass sie dem Ergebnis nicht trauen können. Jetzt könnte man sagen, okay, das sehe ich der Determinante ja auch an. Also die Determinante von der linken Matrix ist A ist 0, die Determinante von der rechten Matrix ist 10 hoch minus 16. Das heißt, wenn meine Determinante in der Nähe von 0 liegt, dann heißt das wahrscheinlich, dass meine Matrix fast singulär ist und ich Gleichungssysteme mit der Matrix besser nicht lösen sollte. Das ist aber kein gutes Maß, da die Determinante zu nehmen. Denn die Determinante, die könnte auch aus anderen Gründen klein sein. Die Determinante, die ist zum Beispiel auch klein. Also das sind Determinante A1. Uns noch vor Augen, die ist gleich 0, die Determinante A2, was ich hier gerade hatte, die ist gleich 10 hoch minus 16. Aber das heißt nicht, dass die Determinante ein gutes Maß dafür ist, wie schlimm es ist, ein Gleichungssystem mit der Matrix zu lösen. Dann nehmen Sie sich zum Beispiel die Matrix A3 und nehmen sich da 10 hoch minus 8 auf der Hauptdiagonale und das an beiden Stellen auf der Hauptdiagonale. Dann ist die Determinante von A3, die ist ebenfalls 10 hoch minus 16. Das heißt, wenn Sie die Determinante nehmen, dann sieht A3 genauso schlimm und genauso singulär aus oder fast singulär aus, wie A2 fast singulär aussieht. A3 ist aber völlig problemlos zu invertieren. Das ist ja einfach 10 hoch minus 8 mal die Einheitsmatrix. Das heißt, A3 zu invertieren ist einfach mal 10 hoch 8 zu nehmen. Das heißt, Sie verschieben einfach nur das Komma und das ändert Ihnen nichts an der relativen Genauigkeit. Wenn Sie vorher zwei gültige Ziffern hatten, dann können Sie diese Zahl mit jeder beliebigen Zehnerpotenz multiplizieren, haben danach auch zwei gültige Ziffern. Also ob Sie jetzt 1,23 mm genau gemessen haben oder 1,23 astronomische Einheiten oder ob Sie das Ganze entsprechend einfach nur umgeformt haben und sich die astronomischen Einheiten in Millimetern schreiben, ändert Ihnen nichts daran, dass Sie entsprechend drei gültige Ziffern an dem Ergebnis haben. Das heißt, A3 ist trivial invertieren und A3 ändert Ihnen nichts an einer relativen Fehlerverstärkung. Also für A3 gilt immer, A3 verstärkt Fehler nicht. Oder Inversion von A3 verstärkt den Fehler gar nicht. Denn egal, was Sie nehmen als Delta B und B, Sie haben immer, dass die Norm von Delta B geteilt durch die Norm von B, dass das immer gerade gleich ist, die Norm von Delta X geteilt durch die Norm von X. Wenn Sie entsprechend sagen, B ist gleich A3 von X und Delta B ist entsprechend A3 Delta X, dann haben Sie alles einfach nur mal 10 hoch 8 bzw. mal 10 hoch minus 8 genommen, dann kürzt sich das Ganze entsprechend weg. Das heißt, an der Determinante sehen Sie nicht, ob Sie in diesem Fall A2 sind, wo Sie fast singulär sind, wo Ihnen entsprechend, wenn Sie das Gleichungssystem lösen, wo Sie eine Fehlerverstärkung von 10 hoch 16 drin haben, oder ob Sie im Fall A3 sind, wo Sie überhaupt gar keine Fehlerverstärkung relativ gemessen haben. Also das heißt, die Determinante taugt nichts dafür, um zu sagen, wie singulär oder wie schwer lösbar ist so ein lineares Gleichungssystem. Was aber dafür taugt, ist die Kondition. Denn die Kondition von dieser Matrix A2, ich nehme das zum Beispiel in der Unendlichnorm, der Zeilensummennorm, die kann ich leicht ausrechnen. Ich blätter Ihnen hier nochmal zurück. Die Kondition von A2. A2 ist dann halt entsprechend die Unendlichnorm. Ja, zwei in größte Zeilensumme, die da vorkommt, ist offensichtlich 1. Denn die erste Zeile hat Zeilensumme 1 betragsmäßig aufaddiert. Die zweite Zeile hat Betragssumme 10 hoch minus 16. Also die größte Zeilensumme von A2 ist 1. Und die größte Zeilensumme von A2 hoch minus 1 wäre entsprechend 1 und 10 hoch 16, gibt also 10 hoch 16. Das heißt also, die Kondition von A2, die wäre gleich der Unendlichnorm von A2 mal der Unendlichnorm von A2 hoch minus 1, gibt also 1 mal 10 hoch 16 ist 10 hoch 16. Das heißt, mit der Kondition sehen Sie, dass Ihr A2 bei der Inversion diesen Fehlerverstärkung von 10 hoch 16 oder zu einer Fehlerverstärkung von 10 hoch 16 führen kann. Während, wenn Sie das Gleiche machen mit A3, Kondition A3
auch wieder eine Unendlich-Norm genommen. Der Einfachheit halber wäre entsprechend A3 in der Unendlich-Norm. Norm von A3 hoch minus 1 in der Unendlich-Norm. Naja, das eine ist aber 10 hoch minus 8. Und wenn Sie A3 invertieren, haben Sie entsprechend 10 hoch plus 8 in beiden Diagonaleinträgen. Das heißt, die Unendlich-Norm von A3 hoch minus 1 wäre 10 hoch 8. Die von A3 ist 10 hoch minus 8, ist also 10 hoch minus 8 mal 10 hoch 8. Ist gleich 1, das heißt, das A3 in der Kondition sehen Sie, dass Ihnen das A3 den relativen Fehler überhaupt gar nicht verstärkt. Das heißt, wenn Sie, hier ist ja noch eine Frage. Ja, und zwar haben wir jetzt ja auf jeden Fall die Kondition zur genommen. Macht das einen Unterschied? Also laut der Kondition ja. Ist die Kondition jetzt ja erstmal unabhängig, also irgendeiner Norm. Ja. Aber das ist dann mehr oder weniger bei allen Normen so, dass man da auch Also die Kondition ist bezüglich einer Norm gebildet und bezüglich dieser Norm sagt uns das was über die Fehlerverstärkung. Jetzt wissen wir, die Normen sind alle äquivalent im Endlichdimensionalen, aber das heißt eben nur bis auf eine Konstante. Das heißt, es kann durchaus sein, dass Sie etwas haben, was Ihnen in der 1-Norm den Fehler anders verstärkt, als es Ihnen in der Unendlich-Norm den Fehler verstärkt. Das passt auch, weil in der 1-Norm messen Sie Fehler anders, als Sie es in der Unendlich-Norm machen. In der Unendlich-Norm ist es Ihnen egal, ob Sie einen Fehler auf ganz vielen Komponenten haben, in der 1-Norm ist es Ihnen nicht egal. Also von daher kann es durchaus sein, dass Sie in verschiedenen Normen verschiedene Fehlerverstärkungskonstanten haben. Die Determinante sieht das gar nicht, also da steckt ja gar keine Norm mit drin dann entsprechend. Was Sie noch, das Beispiel hier ist jetzt so einfach gewählt, dass es schwer fallen wird, eine Norm zu konstruieren, wo nicht das Gleiche mit rauskommt. Aber was Sie zum Beispiel hätten, wenn Sie also wir haben die Kondition definiert mit irgendeiner verträglichen Matrixnorm. Wenn Sie dabei der verträglichen Matrixnorm eine nehmen, die viel größer ist als, oder die unnötig groß ist, dann haben Sie entsprechend bei Ihren Konstanten, die Ihnen was über die Fehlerverstärkung sagen, was Unnötiges Großes drin. Insbesondere bei der Frobenius-Norm, die nimmt man sehr gerne, weil sie einfach zu berechnen ist und weil sie entsprechend verträglich ist mit der Euklid-Norm, die hat eine geometrische Bedeutung, aber die Frobenius-Norm ist nun mal einfach zu groß. Und wenn Sie die Frobenius-Norm nehmen, hier zum Beispiel von A3 und A3 hoch minus 1, dann kriegen Sie fast das Gleiche raus, aber nicht ganz, weil Sie noch so einen Faktor Wurzel 2 mit drin haben, dadurch, dass Sie zwei Komponenten haben, addieren Sie entsprechend das 10 hoch minus 8, zum Quadratisch dann zweimal auf und bilden daraus die Wurzel. Das heißt, die Frobenius-Norm von A3, die ist Wurzel 2 mal 10 hoch minus 8. Die Frobenius-Norm von A3 hoch minus 1 ist Wurzel 2 mal 10 hoch plus 8. Das heißt, die Kondition in der Frobenius-Norm gemessen von A3, die ist 2 und nicht 1. Das heißt, damit hätten wir entsprechend gesagt, in der Frobenius-Norm verstärkt sich unser Fehler, andersrum gesagt, in der Euklid, damit haben wir eine obere Schranke. In der Euklid-Norm verstärkt sich der Fehler bei Inversion von A3 höchstens um 2. Aber diese Schranke ist einfach zu hoch, weil die Frobenius-Norm zu groß ist. Und das Ganze wird immer schlimmer. Stellen Sie sich eine sehr große Matrix vor mit 100.000 Einträgen. Dann kriegen Sie durch die Frobenius-Norm also noch so einen Faktor Wurzel 100.000, sowohl bei Norm A als auch bei Norm A auch minus 1 mit rein, den Sie eigentlich gar nicht bräuchten, wenn es um die Euklid-Norm am Ende geht. Das heißt, an der Stelle könnten Sie auch einfach wirklich zu große Konstanten mit drin haben. Es ist immer nur eine Fehlerabschätzung nach oben. Und bei unseren ganz einfachen Matrizen und Normen wird diese Konstant halt auch wirklich, wirklich realisiert. Auf eine Sache möchte ich Sie noch hinweisen. Sie haben an der Stelle hier, habe ich ein bisschen künstliches Beispiel genommen. Ich habe entsprechend das 10 hoch minus 16 da unten rechts hingeschrieben. Und dann habe ich bei meinem B, habe ich im zweiten Eintrag einen Fehler. Wenn die Matrix so einfach aussehen würde, dann wird man natürlich einfach sehen, dass in dem zweiten Eintrag einfach gar nichts passiert. Aber typischerweise sehen Sie der Matrix nicht an, in welcher Dimension diese schlimme Fehlerverstärkung passiert. Sie kennen die Eigenvektor- und Eigenraumzerlegung aus der linearen Algebra. Also wenn Sie eine Matrix haben, stellen Sie sich vor, in der Diagonalgestalt haben Sie sowas, dass das aufgetreten ist. Sie haben ein paar Eigenwerte, die sind in der Größenordnung von 1. Sie haben irgendeinen Eigenwert, der ist in der Größenordnung von 10 hoch minus 16. Entsprechend haben Sie bei der Inversen haben Sie ein paar Eigenwerte, die sind in der Größenordnung von 1. Und Sie haben einen Eigenwert von der Inversen, der ist 10 hoch 16. Zu diesem Eigenwert gehört irgendein Eigenraum, irgendwelche Eigenvektoren. Und diese Eigenvektoren werden entsprechend durch die Matrix Inverse mal 10 hoch mit 16 genommen. Das heißt, wenn Sie einen Anteil haben in Ihrer rechten Seite, der dummerweise gerade in diesem Eigenraum liegt zu dem Eigenwert 10 hoch 16, dann wird der mal 10 hoch 16 genommen. Und ein zufälliger Fehler hat typischerweise die Eigenschaft, dass ein zufälliger Fehler in jedem Eigenraum so ein bisschen
drin liegt. Das muss man jetzt natürlich genau charakterisieren, in welchem Sinne das Ganze zufällig ausgewürfelt wurde. Aber wenn Sie einfach anfangen, zufällig Vektoren auszuwürfeln, dann ist es so normalerweise so, dass egal welchen Raum Sie sich vorgeben, Ihr Vektor, den Sie zufällig auswürfeln, hat unter allen vernünftigen stochastischen Maßen, hat mit einer hohen Wahrscheinlichkeit in jedem dieser festen vorgegebenen Räume, hat er einen gewissen Anteil. Das heißt, wann immer Sie einen zufälligen Vektor haben, liegt der typischerweise genau, hat er genau da drin auch einen Anteil, was ganz furchtbar verstärkt wird. Das heißt, wenn es irgendwo einen Teil gibt des Raumes, der ganz furchtbar verstärkt wird durch auch minus 1, der mal 10 hoch 16 genommen wird, dann liegt Ihr stochastischer Fehler da auch ein bisschen drin, wird entsprechend ganz furchtbar verstärkt und Sie haben deswegen ein unbrauchbares Resultat am Ende. Das heißt, das, was wir hier haben mit dieser zweiten Komponente, was hier recht künstlich daherkommt, weil ich die zweite Komponente halt einfach blöderweise so gewählt habe, haben Sie typischerweise immer in der Praxis, egal wo dieser Eigenraum liegt, wenn Sie einen Eigenwert haben, der 10 hoch 16 ist von der Inversen, dann trifft ein stochastischer Fehler diesen Eigenraum auch und wird entsprechend ganz furchtbar verstärkt. Und deswegen ist es auch typischerweise so, wenn Sie sich in MATLAB probieren, eine Matrix zu invertieren und MATLAB merkt, oh, die ist aber schlecht konditioniert, dann warnt MATLAB Sie. Das heißt, MATLAB warnt Sie schon dann, wenn das Matrix-System vielleicht noch eindeutig lösbar ist, aber wenn MATLAB feststellt, oh, hier habe ich eine schlecht konditionierte Matrix, das heißt, hier könnte es sein, dass der Fehlerverstärkung so groß ist, dass man dem Ergebnis gar nicht mehr trauen kann. Ja, also da muss man aufpassen. Das ist ein Problem, was erstmal intrinsisch drinsteckt. Wenn Sie eine Matrix haben mit einer ganz furchtbar großen Kondition, dann ist, selbst wenn Sie ansonsten alles ganz perfekt exakt rechnen, haben Sie einfach eine ganz große Fehlerverstärkung, wenn Sie eine gestörte rechte Seite nehmen und damit das lineare Gleichungssystem lösen. Also die eine Fehlerursache kann daher kommen, dass wir in der rechten Seite einen Fehler haben und ansonsten exakt rechnen. Jetzt rechnen wir aber typischerweise auch nicht exakt, sondern was wir machen ist, wir kennen auch die Matrixinversen nicht einfach so, dass wir die hinschreiben können. Sondern was wir zum Beispiel machen, ist, wir rechnen uns die LR-Zerlegung aus von einer Matrix. Und die Frage ist, wenn unsere Matrix an sich schon eine gewisse Fehlerverstärkung hat, wie verhält sich das Ganze mit der LR-Zerlegung? Also wenn ich die LR-Zerlegung nehme, dann invertiere ich die Matrix dadurch, dass ich erst das L invertiere und dann das R invertiere. Und an beiden Stellen können natürlich nochmal eine Fehlerverstärkung passieren. Und das hat einen Zusammenhang mit unserer Pivot-Suche. Das möchte ich gerne noch abschließend zur LR-Zerlegung mit Ihnen machen. Also Pivot-Suche und Stabilität. Wir hatten bisher Pivot-Suche nur dafür kennengelernt, dass wir gesagt haben, wenn das Pivot-Element gleich 0 ist, müssen wir ein Nicht-Null-Element suchen. Also motiviert dadurch, wir nehmen uns eine Gleichung, wo wir dann mit einer der Unbekannten in der Gleichung, entsprechend mit der Gleichung diese Unbekannte aus allen anderen Gleichungen eliminieren. Dafür muss die Gleichung diese Unbekannte aber enthalten. Tut sie das nicht, müssen wir sie entsprechend mit einer anderen Gleichung vertauschen, die diese Unbekannte enthält. Haben gesehen, das geht immer, es sei denn, das lineare Gleichungssystem ist nicht lösbar, die Matrix wäre singulär. Ja. Also ein Pivot-Element gleich 0 ist schlecht, weil dann unser Algorithmus nicht funktioniert mit der LR-Zerlegung. Es ist aber noch mehr so, es ist auch ein kleines L-Pivot-Element, ist ebenfalls schlecht. Machen wir das direkt einfach nur an einem kleinen Beispiel. Wenn wir sich als Matrix nehmen, A gleich, und ich nehme hier ein Beispiel, was man relativ leicht rechnen kann, 10 hoch minus 3, minus 1, 1, 0. Dann haben Sie da oben links ein Pivot-Element ungleich 0. Das heißt, mit dieser Matrix geht die LR-Zerlegung ohne Pivot-Suche durch. Oben links steht entsprechend 10 hoch minus 3. Also Sie können von der zweiten Zeile, können Sie 1000-mal die erste Zeile abziehen. Und dann haben Sie entsprechend aus der zweiten Zeile die erste Unbekannte eliminiert. Dann haben Sie das Ding in Dreiecksgestalt. Wenn Sie das machen mit der LR-Zerlegung, dann kriegen Sie raus, A ist gleich L mal R mit, ich gebe Ihnen die Ergebnisse direkt an, L gleich 1, 0, 1, 1000 und R ist gleich 10 hoch minus 3, minus 1, 0, 1000. Ja, und wenn Sie sich jetzt überlegen, was passiert, wenn ich mein Gleichungssystem mit A löse, was ist passiert, wenn ich mein Gleichungssystem über L und R löse. Also was ist, wenn ich das Gleichungssystem mit A direkt löse? Was wäre, wenn ich erst L y gleich B invertiere und dann Rx gleich Y? Dann könnten wir uns angucken, wie ist da die Fehlerverstärkung? Und wenn Sie die ausrechnen, ich habe es zum Beispiel in der Frobenius-Norm eben hier ausgerechnet, die Frobenius-Norm von A, müssten Sie entsprechend die Inverse mit ausrechnen und dann die Einträge quadratisch aufsummieren, Wurzel daraus bilden und da kommt raus, die Kondition in der Frobenius-Norm gemessen von A, die ist ungefähr 2. Müssten Sie entsprechend nachrechnen, dass das stimmt.
Was ist die Kondition von L und R? Nun, die Kondition von L, ebenfalls in der Frobenius-Norm gemessen, die Kondition von L, die ist ungefähr 1.000.000. 3, 4, 5, 6. Die Kondition von R ist ebenfalls ungefähr 1.000.000. Das heißt, wenn Sie das A invertieren wollen, dann hätten Sie da erstmal eine Fehlerverstärkung erwartet von 2. 2 ist nicht so schlimm. Aus 1% Fehler an der rechten Seite werden 2% Fehler in meiner Lösung. Das ist was, was noch relativ human ist. Wenn Sie L und R invertieren, haben Sie eine Fehlerverstärkung von 1.000.000. Das heißt, aus 1% Fehler wird irgendwas ganz, ganz furchtbar wahnsinnig Großes und Sie müssten also wirklich auf die Tausendstel Prozent Fehler gehen und selbst dann wäre entsprechend Ihr Ergebnis noch Quatsch. Also Sie bräuchten irgendwie den Zehntausendstel Prozent auf dem Fehler auf der rechten Seite, würde Ihnen zu 10% Fehler in der Lösung führen. Das heißt, das L und das R hat eine ganz, ganz furchtbar schlimme Fehlerverstärkung und wenn man jetzt die Schranken noch einfach multiplizieren würde, dann wäre sogar erst der Fehlerverstärkung durch Inversion von L, würde Ihnen schlimmstenfalls mal 1.000.000 nehmen, dann nochmal eine Fehlerverstärkung durch Multiplizierung mit R, gäbe Ihnen schlimmstenfalls nochmal mal 1.000.000. Das heißt, beides nacheinander zu invertieren, hätte entsprechend einen Fehler von 10 hoch 12 sogar. So schlimm ist es in der Praxis typischerweise nicht, weil sich Fehler gegenseitig wegheben. Beachten Sie auch, wenn Sie exakt invertieren könnten, also wenn Sie überhaupt gar keinen Rechenfehler machen bei der Inversion von L und R, überhaupt keinen Rundungsfehler machen, dann tritt diese Fehlerverstärkungskonstante, die tritt gar nicht auf, weil der Fehler, der erst ganz furchtbar verstärkt wurde, der wird dann entsprechend ganz furchtbar wieder verkleinert, weil was Sie insgesamt gemacht haben, ja der Inversion von A entspricht. Das heißt, wenn Sie exakt rechnen könnten bei der Inversion von L und R, dann würde am Ende trotzdem nur diese Fehlerverstärkung von A auftauchen, nämlich diese Fehlerverstärkung von 2. Das heißt, irgendein Fehler, der dummerweise in irgendeinem blöden Eigenraum liegt, dass er ganz furchtbar verstärkt wird bei der Inversion von L, würde danach in irgendeinem Eigenraum liegen, dass er ganz furchtbar klein wieder wird durch die Inversion von dem R. Das heißt, der Fehler wird erst groß werden und dann wieder klein werden, aber nur dann, wenn Sie exakt rechnen. Und Sie rechnen natürlich nicht exakt. Wenn Sie ganz kleinen Moment, wenn Sie Vorwärts-Rückwärts-Substitutionen machen bei L und R, da teilen Sie durch Dinge, Sie machen Rundungsfehler, Sie addieren Dinge, das heißt, Sie machen wieder Rundungsfehler. Das heißt, an jedem Schritt der Inversion von L und R tauchen immer wieder kleine Fehler auf und diese kleinen Fehler, die werden immer schlimmstenfalls mal 1.000.000 multipliziert. Das heißt, entsprechend haben Sie eine ganz furchtbar große Fehlerverstärkung, wenn Sie das Ganze darüber lösen, dass Sie LR-Zerlegung durchführen und dann dieses L und das R verwenden. Jetzt hatte ich zwei Fragen. Ich glaube, vorne war zuerst. Hier oben bei A, genau. Also die Kondition ist ja die Norm von A mal die Norm von A hoch minus 1. Das heißt, Sie haben die Norm die Frobenius-Norm von A, die ist ungefähr Wurzel 2, genau. Also alles quadratisch aufsummiert, gibt ungefähr 2 und dann die Wurzel gibt Wurzel 2. Und die Norm von A hoch minus 1, da müssten wir jetzt halt einmal A hoch minus 1 ausrechnen. Das habe ich Ihnen nicht vorgeführt. Die müssten jetzt wirklich einmal ausrechnen, tippen Sie es in MATLAB oder so ein, rechnen A hoch minus 1 raus, da tauchen dann ähnliche Zahlen drin auf und Sie sehen, also wenn Sie sich das vorstellen, das ist ja so ungefähr, nee, ich lasse es einfach so, also wenn Sie es ausrechnen, sehen Sie, dass A hoch minus 1 hat so eine ähnliche Gestalt, hat auch so Einsen und irgendwelche kleinen Einträge und deswegen die Norm von A hoch minus 1 in der Frobenius-Norm ist ebenfalls ungefähr Wurzel 2 und deswegen die Kondition ist insgesamt in der Größenordnung 2. Ja. Genau, und bei L und R ist es genauso, die Kondition, die Frobenius-Norm von L ist ungefähr in der Größenordnung 1000. Die Frobenius-Norm von L hoch minus 1 müssten Sie sich jetzt ausrechnen. Es kommt ebenfalls was mit 1000 raus. Ziehen Sie sich in Gedanken die erste Zeile 1000 mal von der zweiten ab. Dann kriegen Sie dann minus 1000 entsprechend mit rein. Das heißt, auf die Art und Weise wird die Norm von L hoch minus 1 eben auch so furchtbar groß sein. Und bei der Norm von R hoch minus 1 genauso. War das auch Ihre Frage? Das ist nur hier in dem Beispiel so, genau. Genau, als Kondition von L und R, das ist jetzt Zufall, dass die beide in der gleichen Größenordnung liegen. Das könnte auch anders sein. Ja, also das heißt, hier haben wir das Problem, dass durch diese LR-Zerlegung wir noch eine zusätzliche Fehlerverstärkung machen, die wir nicht machen müssten, wenn wir die Matrix exakt invertieren könnten. Und das Problem an der Sache ist, dass wir das Pivot-Element
so schlecht gewählt haben. Also 10 hoch minus 3 ist zwar ein gutes Pivot-Element, weil es ungleich 0 ist, aber es gibt bessere Pivot-Elemente, denn wenn ich erst vertauscht hätte, meine beiden Zeilen, dann wäre was viel Besseres bei rausgekommen. Wenn wir nämlich LR-Zerlegung mit Pivot-Suche machen, also das hier ist der Fall ohne Pivot-Suche, machen wir das Ganze mit Pivot-Suche. Ich schreibe mal besser, bei der Pivot-Suche hatten wir bisher immer ein Element ungleich 0 gesucht, das haben wir ja. Also machen wir das ohne Zeilenvertauschung. Angenommen, wir machen das Ganze mit einer Zeilenvertauschung, das heißt, wir vertauschen erst die erste und die zweite Zeile miteinander. Also mit Zeilenvertauschung kriegen wir entsprechend wie bei der Spaltenpivot-Suche raus, dass P mal A gleich L mal R ist. Und was dabei rauskommt, ist, dass P ist entsprechend die Zeilenvertauschung 0, 1, 1, 0. Und das L und das R, was hier rauskommen, ist 1, 10 hoch minus 3, 1, 0. Und R ist 1, 0, 0, minus 1. Das können Sie noch lesen. Und wenn Sie da die Kondition von ausrechnen, dann haben wir auch gleich ein Beispiel dafür, dass die Kondition von L und die, nee, haben wir leider nicht, auch hier ist die Kondition von L und die Kondition von R ungefähr in der gleichen Größenordnung. Da ist nämlich in beiden Fällen die Kondition von L, die ist ungefähr 2 und die Kondition von R, die ist ebenfalls ungefähr 2 und die Kondition von P die habe ich Ihnen nicht ausgerechnet. Das P müssten Sie auch gar nicht invertieren. Da hätten wir jetzt künstlich eine 2 noch mit drin, weil wir die Frobenius-Norm haben. Aber das P zu invertieren ist entsprechend trivial. Da würden Sie einfach die beiden Komponenten vertauschen. Da macht man typischerweise gar keine Fehlerverstärkung. Also wir sehen, hier hätten wir, wenn wir das einfach naiv miteinander multiplizieren, hätten wir eine Fehlerverstärkung von höchstens 4, wenn wir es über die LR-Zerlegung lösen, und eine Fehlerverstärkung von höchstens 2, wenn wir es über auch minus 1 lösen. Das heißt, hier sind wir in der gleichen Größenordnung wie die Kondition, die wir vorher hatten von A. Das heißt, bei der Pivot-Suche ist es typischerweise so, Sie nehmen sich nicht einfach irgendein Nicht-Null-Element, sondern Sie nehmen sich auch ein Nicht-Null-Element, was nicht zu nah an 0 dran ist. Also diese 10 hoch minus 3 oben links, die könnten Sie nehmen als Pivot-Element, aber die nehmen Sie deswegen nicht, weil 10 hoch minus 3 eben eine relativ kleine Zahl ist. Ja, und jetzt möchte man natürlich nicht den Effekt haben, dass Sie da gerade von der Größenordnung her was anderes haben. Stellen Sie sich vor, Sie haben eine Gleichung und diese Gleichung haben Sie mal 1000 genommen. Da sind auf einmal alle Zahlen in der Gleichung sind 1000 um eine 1000 erhöht. Das heißt, die Zahlen in der Gleichung sehen Ihnen sehr groß aus. Also es kann sein, dass eine Zahl in der Matrix einfach deswegen besonders groß oder besonders klein ist, weil sie entsprechend die Gleichung, die dazugehört, in irgendeiner anderen Einheit gemessen wurde, was dann zu sehr großen oder sehr kleinen Zahlen führt. Das wirkt sich aber nicht entsprechend auf die Kondition aus, denn dieses Mal irgendwas nehmen, das könnten Sie entsprechend mal nehmen, könnten geteilt durchnehmen, das macht nichts, das macht Ihnen keine Fehlerverstärkung. Das heißt, was man sich typischerweise anguckt, ist, man guckt sich an das Pivot-Element und nimmt sich als Pivot-Element ein Element, was groß ist, und vergleicht das groß aber mit den anderen Elementen der Zeile. Das heißt, was wir machen bei der Pivot-Suche in der Praxis, ist deswegen, also in der Praxis, dadurch, dass wir die Pivot-Suche sowieso durchführen müssen, um ein Element ungleich 0 zu nehmen, Pivot-Suche verwendet nicht irgendein Element ungleich 0, sondern was wir nehmen, ist typischerweise das größte, wobei uns das Vorzeichen natürlich egal ist, also das betragsgrößte Element. Und das vergleichen wir noch damit, was steht denn sonst so in der Zeile, damit nicht einfach eine Zeile mal 100.000 zu multiplizieren dafür sorgt, dass diese 10 hoch minus 3 auf einmal ganz, ganz furchtbar groß aussieht. Das heißt, was wir typischerweise nehmen, ist das betragsgrößte Element relativ zur Zeile
in der es drinsteht. Dann müssen wir uns entscheiden, wie gewichten wir denn die Zeile. Und eine Möglichkeit ist zum Beispiel zu sagen, wir nehmen uns die Betragssummennorm der Zeile. Also wir nehmen uns das relativ zur Betragssummennorm der Zeile. Summennorm der Zeile. Ich glaube, ich muss sie nicht noch in Formeln hinschreiben. Sie suchen sich entsprechende. Vorher haben wir einfach nur A, J, J genommen als unser Pivot-Element im J-Schritt. Dann haben wir gesagt, wir gucken uns an A, J, K, andersrum Zeile, Komma, Spalte, A, K, Komma, J mit K größer gleich J. Das heißt, wir suchen uns unterhalb von dem A, J, J, suchen wir uns entsprechend in der Spalte irgendwo ein Element aus, was ungleich 0 ist. Und jetzt nehmen wir nicht einfach irgendein A, K, J, was ungleich 0 ist, sondern wir vergleichen A, K, J mit der Betragssumme aller anderen Elemente in der Kartenzeile. Das heißt, wir nehmen die Summe über A, K, J, über alle J, betragsmäßig aufaddiert und dann vergleichen wir Betrag A, K, J geteilt durch diese Summe. Und da, wo das am größten ist, das Ding nimmt man typischerweise für die Pivot-Suche und vermeidet damit solche Instabilitäten, wie das, was ich Ihnen gerade beispielhaft vorgeführt habe. Und damit kriegen Sie in der Praxis typischerweise eine stabilere Zerlegung raus. Sie können immer noch eine Mehr haben an Fehlerverstärken. Wir haben ja gerade gesehen, das Beispiel, da haben wir zumindest in der Frobenius-Norm einen Faktor 2 für L, einen Faktor 2 für R und insgesamt dann also 4 statt 2. Das heißt, man hat immer noch eine gewisse Fehlerverstärkung, aber die ist kleiner, als sie ist, wenn man ein schlechtes Pivot-Element wählt. Das heißt, das ist, was man in der Praxis macht für die LR-Zerlegung. Wenn die Kondition so richtig eine Rolle spielt, also wenn Ihre Kondition von der Matrix ohnehin schon schlecht ist, Sie haben irgendwie eine Matrix und die hat eine Kondition von, weiß ich nicht, 10 oder 20 und Sie haben einen Messfehler im Bereich von 1%, dann ist nicht mehr viel übrig. Also wenn dann haben Sie allein durch die Matrix haben Sie schon eine Fehlerverstärkung, sodass Sie irgendwie 20% rausbekommen. Wenn dann noch entsprechend durch Ihre LR-Zerlegung nochmal ein Faktor 2 oder 3 reinkommen würde, macht das Ihr Ergebnis komplett nutzlos. Das heißt, wenn es wirklich um diese Kondition geht, gibt es noch Möglichkeiten, wie man die Matrix so zerlegen kann, dass es konditionsneutral ist. Das heißt, es gibt noch Möglichkeiten, wie man komplett ohne zusätzliche Fehlerverstärkung die Matrix zerlegen kann. Das werden wir auch noch kennenlernen, aber das ist erst die übernächste Matrix-Zerlegung, die wir machen. Vorher machen wir noch eine andere Matrix-Zerlegung und noch vorher machen wir aber 5 Minuten Pause und machen entsprechend bitte um 7 Minuten nach weiter.